sind also jetzt in After Effects und ich habe ein neues Projekt eröffnet und das erste, was ich da jetzt mal einfüge, ist die Cinema 4D-Datei aus dem vergangenen Video. Die lege ich mir einfach per Drag and Drop hier in meinen Project Folder und man sieht auch direkt, dass die als Cinema 4D-Datei erkannt wird und dann ziehe ich die hier runter auf das Composition-Symbol und dann legt mir After Effects sofort eine neue Komposition an, die dann genau meinen Rendereinstellungen entspricht. Also diese 0 bis 39 Frames, die wir gerade festgelegt haben, die entsprechen jetzt genau unseren 4 Sekunden Kompositionsdauer, die After Effects hier festgelegt hat und auch die Auflösung der Composition. Wenn wir jetzt hier mal über diesen Pfeil hier auf die Projekteinstellung zurückgehen und uns die Komposition anschauen, die hat jetzt hier genau unsere 1920 mal 1080 Pixel und auch hier unsere 10 Frames pro Sekunde. Das wird also alles übernommen. Wenn wir jetzt hier unten in die Composition mal reinschauen, dann sehen wir, dass hier dieser Layer entstanden ist mit dem Cinema 4D-Symbol. Und wenn ich hier in die Effekteinstellungen von diesem Layer reingehe, dann sehe ich, dass hier der sogenannte Cineware-Effekt drauf liegt. Das ist also praktisch das Plugin, was Cinema 4D mit After Effects verbindet. Und das Coole ist jetzt, dass im Prinzip After Effects hier Cinema fernsteuert. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier mal auf Sekunde 2 gehe, dann ist das im Grunde nichts anderes, als dass After Effects Cinema 4D mitteilt, hey, render doch mal bitte die Sekunde 2 von diesem Projekt und schick mir das Bild zurück und das wird dann hier angezeigt. Jetzt ist es hier so, das sieht jetzt ja eigentlich noch nicht so super aus und es sieht auch nicht ganz so aus wie das, was wir eigentlich haben wollen. Das liegt daran, dass hier der Renderer noch auf Software steht und das muss prinzipiell am Ende immer auf Standard in Klammern final eingestellt werden. Also Software bzw. OpenGL, das ist quasi das, was wir im Viewport von Cinema 4D sehen und final ist eben das, was wir sehen würden, wenn wir auf Rendern drücken in Cinema 4D. Jetzt drücke ich mal auf Standard in Klammern final und dann sieht man jetzt auch hier schon, dass entsprechend hier das so aussieht, wie wir das auch erwarten würden. Es gibt jetzt hier noch so ein paar andere Einstellungen, die man treffen kann, die betreffen uns jetzt aber hier für diese Übung zunächst mal nicht. Also wir können das Ganze hier so lassen, wie es ist, außer eben, dass wir hier den Renderer auf Standard in Klammern final einstellen müssen. Ich klappe das jetzt hier mal zu und bevor wir jetzt weitermachen, erwähne ich mal kurz noch ein paar Sachen, die jetzt hier eingeschränkt sind, beziehungsweise wo wir aufpassen müssen. Für dieses Cineware-Plugin ist es absolut erforderlich, dass dieser Layer hier, dieser Cinema 4D-Layer, dass der unverändert bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meinen Projekteinstellungen die Cinema 4D-Datei reinziehe und die dann eben mit so einem Drag-and-Drop hier auf dieses Kompositionszeichen mir damit eine neue Composition anlege, dann ist in dieser Composition alles richtig angelegt und ich sollte diesen Layer hier nicht mehr anfassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe und sage, auch die Kassette, die ist mir hier ein bisschen zu weit rechts auf der Seite, ich hätte die gerne weiter links, dann gehe ich hier in die Transform-Einstellungen rein und sage, okay, hier die Position, die verändere ich mal und dann kriege ich sofort hier einen Fehler. Layer Size must match Composition and use default Transform Values. Das heißt also, dieser Layer hier ist praktisch nicht zu bearbeiten, der muss immer genau hier in der Mitte von der Composition sein, der muss ein Scaling von 100% haben. Das wird jetzt hier sogar von dem Cineware-Plugin gesteuert, das kann ich noch nicht mal verändern. Aber auch hier Rotation funktioniert nicht. Bei Opacity bin ich mir nicht sicher. Na, Opacity kann man steuern, aber einfach als Faustregel gilt, das hier einfach gar nicht mehr anfassen und so lassen. Wenn ich damit irgendwas machen möchte, dann kann ich das für die gesamte Composition machen oder, und das machen wir jetzt, ich gehe einfach hier in die Effekteinstellungen von diesem Layer rein und was Effekte betrifft, da kann ich mich da wieder auslassen. Und das ist auch das, was wir jetzt mal machen, nämlich wir fügen hier erstmal einen Set Matte Effekt hinzu. Und dazu muss ich einmal hier bei Window die Effects and Presets mir wieder anzeigen lassen. Und zwar ist der hier bei Channel und dann Set Matte, den haben wir ja schon mal kennengelernt in einer anderen Übung. Und den ziehe ich hier einfach hinter den Cineware-Effekt und sage hier Use Format Luminance. Und jetzt nimmt er eben hier diesen Layer und nimmt die Luminanzwerte davon, um die Deckkraft der einzelnen Pixel zu steuern. Und wenn ich jetzt hier mal die Transparenz
Anzeige, dann sieht man, ich hoffe, das sieht man auf dem Video auch, vielleicht zoome ich auch mal ein bisschen rein, dass hier jetzt eben nur noch diese weißen Linien übrig bleiben und alles, was schwarz ist, ist jetzt ausgeblendet worden mit Hilfe des Alpha-Kanals. Das ist also die Idee, dass wir hier wirklich nur noch Linien haben. Und was ich dann zum Beispiel machen kann, ist hier einen neuen Hintergrund einfügen. Dann gehe ich hier Rechtsklick auf New Solid und ja, jetzt ist hier noch Dark Purple eingestellt. Ich würde sagen, das lasse ich einfach mal. Sie können auch sonst eine beliebige andere Farbe wählen. Und das muss natürlich nach unten. Dann habe ich hier also entsprechend mein Tape auf einem beliebigen Hintergrund. Und wenn ich jetzt hier eben mal die Zeit verändere, dann sehe ich eben, wie mein Tape hier, wie wir das eben auch schon in Cinema gesehen haben, sich langsam zusammenbaut. Was man auch sieht, dass es leider jedes Mal relativ lange dauert, diese Frames zu laden. Und jedes Mal, wenn ich jetzt eine kleine Veränderung machen würde, dann müsste das halt nochmal neu geladen werden. Man sieht jetzt hier in grün diese Bereiche, die schon in meinem RAM gecached worden sind. Das heißt, das könnte ich dann nachher abspielen in der Preview. Aber alles andere ist halt eben langsam. Und es ist halt ein nettes Feature, dass man mit Cineware sich jetzt hier relativ schnell die Sachen angucken kann. Aber für wirklich produktiv zu arbeiten, ist es halt leider mäßig nur geeignet. Deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz rüber zu Cinema. Hier ist ja unsere Animation auch noch drin. Und dann rendern wir das Ganze einfach mal als Bildsequenz raus. Dazu gehe ich hier auf die Render-Settings. Hier ist ja alles noch richtig eingestellt. Letztendlich rendern wir ja ein ausschließliches Schwarz-Weiß-Bild. Das heißt, wir haben jetzt auch keine besonderen Ansprüche irgendwie an das Dateiformat. Ich gehe hier auf Save und sage, okay, als Format hätte ich dann gerne PNG. 8-Bit reichen, weil, wie gesagt, ist sowieso nur schwarz-weiß. Und dann suche ich mir hier noch einen Dateipfad aus. Und da würde ich Ihnen empfehlen, legen Sie sich da einen neuen Ordner an und sagen eben dann hier zum Beispiel Kassette Final Render. Und als Dateiname sage ich dann hier zum Beispiel einfach Kassette Unterstrich deshalb, weil das nachher alles automatisch benannt und durchnummeriert wird. Das sehen Sie dann gleich in dem Windows-Ordner. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, einen neuen Ordner anlegen, Dateinamen idealerweise mit Unterstrich, damit man es einfach ein bisschen besser lesen kann nachher. Und das war's. Nochmal kontrollieren, ob der Output hier richtig eingestellt ist. 0 bis 39 Frames möchte ich haben. Das sieht alles in Ordnung aus. Und dann drücke ich hier einmal auf Render to Picture Viewer. Also im Bildmanager rendern. Dann lassen wir das Ganze einmal durchlaufen. So, und nachdem Cinema fertig ist, gehe ich jetzt zurück nach After Effects, gehe hier in meine Projekteinstellungen und mache hier einen Rechtsklick Import File und muss dann natürlich an den Ort zurückgehen, an dem ich das gerade abgespeichert habe. Das ist jetzt hier Cassette Final Render, der Ordner. Und dann sehen Sie jetzt hier, dass sich hier ganz viele Files drin befinden, nämlich eben genau diese 40 Frames, die eben alle benannt wurden mit 0000, 0001 und so weiter. Und diesen Unterstrich mache ich halt einfach deswegen, damit man besser ablesen kann, um welchen Frame es sich hier handelt. Ich wähle den ersten von denen aus. Und was jetzt wichtig ist, hier unten bei den Import-Optionen die PNG-Sequence zu aktivieren. Das ist standardmäßig eigentlich an. Und beziehungsweise After Effects erkennt das selbst und After Effects sieht dann, aha, der hat eine Nummer und alle anderen hier haben auch eine Nummer, also gehören die scheinbar zusammen. Und dann baut mir After Effects quasi von alleine das hier zusammen. Das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Übung schon mal besprochen. Und dann habe ich jetzt hier eben meine Bildsequenz drin. Und wenn ich die jetzt hier reinziehe, dann ja, sehe ich nämlich noch ein kleines Problem, weil was wir jetzt hier sehen, ist, dass eigentlich müsste es ja jetzt genau gleich sein, aber der neue Layer, den ich jetzt hier aus dieser Bildsequenz erzeugt habe, der hört jetzt hier irgendwie schon nach knapp einer Sekunde auf, obwohl er ja eigentlich 4 Sekunden lang sein sollte. Und das liegt daran, dass After Effects eine Standardinterpretation hat für solche Bildsequenzen beziehungsweise für die Framerate von diesen Bildsequenzen. Die geht nämlich natürlich aus solchen Einzelbildern nicht ohne weiteres hervor. Und deswegen nimmt After Effects dann einfach eine Framerate an
Und wenn ich das jetzt hier mal anklicke in meinen Project Settings und hier oben mal gucke, dann sehe ich, dass er hier 25 Frames pro Sekunde verwendet hat. Und das will ich natürlich nicht, weil meine ganze Animation läuft ja mit 10 Frames pro Sekunde. Also mache ich einen Rechtsklick hier drauf und gehe auf Interpret Footage, Main. Und da sehe ich jetzt, was After Effects hier annimmt. Und er sagt hier Assume 25 Frames per Second. Und das soll er natürlich nicht. Er soll hier 10 Frames per Second annehmen. Ich bestätige mit OK. Und dann sehe ich hier unten, dass der Layer hier direkt auch länger geworden ist. Das muss ich dann einmal darüber ziehen. Und dann füllt er jetzt auch hier komplett meine Composition aus. So, jetzt hatte ich aber schon hier bei dem Cinema 4D Layer, wenn ich hier nochmal in die Effekte reingehe, da hatte ich ja schon das Set Matte aktiviert und eventuell habe ich ja vielleicht hier schon andere Effekte drauf liegen. Jetzt ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann wähle ich diese Effekte hier irgendwie alle aus. Also in dem Fall der Set Matte Effekt, Cineware brauche ich ja nicht mehr. Mache STRGC, gehe hier auf den anderen Layer und mache hier wieder STRGV. Das wäre völlig okay. Man müsste jetzt hier nur aufpassen, weil das Take Matte from Layer, da nimmt er das jetzt vom zweiten Layer, also nach wie vor von dem Cinema 4D Layer. Er soll das aber von sich selbst nehmen, also müsste ich das hier umstellen auf das erste. Das sieht man auch hier an diesem 0 bis 39, das ist diese Bildsequenz, die wir reingeladen haben. Das ist eine Sache. Aber was ich eigentlich zeigen möchte ist, ich lösche den ganzen Layer jetzt hier nochmal raus. Wenn ich jetzt diese Situation hier habe, dass ich sage, okay, hier ist ein Layer drin, der ist eigentlich auch schon soweit richtig eingestellt. Ich möchte aber einfach gerne, dass das Quellmaterial ein anderes ist, dass eben also statt diesem Cinema Layer hier diese Bildsequenz verwendet wird. Dann wähle ich den Layer hier einmal kurz aus, gehe wieder hier oben in die Projektübersicht, nehme mir hier meine Bildsequenz, klick die Anhalte fest, also Drag and Drop, und halte die linke Alt-Taste auch gedrückt und ziehe das Ganze hier auf den Cinema Layer drauf. Und dann wird das Ganze einfach ersetzt mit den schon vorhandenen Einstellungen. Und wenn ich jetzt nochmal hier in die Effect Controls gehe, dann sehe ich, dass er jetzt hier alles übernommen hat. Jetzt hat er hier in dem Fall natürlich auch die Cineware-Einstellungen übernommen. Die brauche ich nicht, die kann ich jetzt einfach mit Entfernen hier wieder rauswerfen. Aber mal angenommen, Sie haben die Situation, dass hier schon mehrere Layer drauf liegen, dann können Sie so relativ schnell das Footage ändern. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn hier auch schon Animationen drauf liegen, irgendwelche Keyframes oder so, dann wäre es ja super ärgerlich, wenn man die jetzt irgendwie alle verlieren würde oder wenn man die umständlich rüber kopieren müsste. Das hat man sich damit also gespart. So, jetzt haben wir den Vorteil dadurch, dass es eine fertige Bildsequenz ist, dass wir jetzt hier ratzfatz vorwärts und rückwärts durchfahren können, weil die Sachen ja alle schon gerendert sind und es muss nicht jedes Mal neu gerendert werden. Und dann können wir uns jetzt endlich an den finalen Schliff begeben. Und zwar, was wir jetzt hier einmal einfügen, ist der sogenannte Turbulent Displace. Der ist so ein bisschen wie das Fraktal aus, also der Fractal Noise aus der Mr. Wissen to Go Geschichte Logo-Animation. Also gibt so ein paar Parallelen. Letztendlich liegt dem Ganzen nämlich hier auch ein Noise zugrunde, also Noise vom Typ Turbulenz. Und das wird jetzt hier genutzt, um das Bild hier so komisch zu verzerren. Ich kann das mal noch ein bisschen stärker machen. Es gibt jetzt hier ja so verschiedene Einstellungen und der Amount ist eben die Stärke, wie sehr die Sachen hier verschoben werden. Und die Size ist eben sozusagen die Frequenz dieser Verschiebungen. Also wenn ich die Size jetzt hier mal kleiner mache, dann sieht man das relativ schnell, dass das hier so ganz kleine Flimmer werden. Und wenn ich die Size eben größer mache, dann werden diese Wellen, die das ja hier letztendlich sind, die werden dann entsprechend auch größer. Der Effekt, den wir jetzt hiermit erreichen wollen, ist, dass das Ganze ein bisschen mehr handgeschrieben aussieht. Deswegen mache ich die Size jetzt mal ganz klein auf 2. Das ist auch der kleinste Wert, den ich hier einstellen kann. Und dafür den Amount etwas stärker. Und das sieht man am besten, wenn man hier mal ein bisschen reinzoomt. Also Amount ausgeschaltet auf 0 und Amount entsprechend ein bisschen aufgedreht. Und das soll eben einfach zeigen, dass das nicht so perfekt gerade Bleistiftstriche sind, sondern das Ganze eben auch so eine gewisse Unregelmäßigkeit hat, wie das halt eben, wenn es handgezeichnet wäre, auch ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zu groß, deswegen drehen wir den Amount hier mal ein kleines bisschen runter.
zum Beispiel hier so auf 25. Das reicht, denke ich. Dann kriegen wir halt eben so diesen leichten Touch-Unregelmäßigkeit, aber eben nicht zu sehr, dass es zu gekünstelt aussieht. Das Schöne ist, das sieht so schon etwas besser aus. Allerdings ist die Unregelmäßigkeit jetzt in jedem Frame genau die gleiche. Und wenn ich jetzt zweimal hintereinander was zeichne, dann ist natürlich klar, dass das nicht genau gleich aussieht. Und dafür gibt es hier die sogenannte Evolution. Die kann ich hier verändern und vielleicht, das sieht man jetzt auch nicht so deutlich. Ich drehe den Amount einfach mal ganz hoch, damit man es klar sieht. Wenn ich jetzt hier diese Evolution verändere, dann ändert sich halt die Art der Verzerrung für jeden Wert, den ich hier eingebe. Das sind Gradwerte von 0 bis 360 Grad und dann ist hier praktisch für jedes Grad ist hier eine andere Verzerrung gegeben. Und die Idee ist jetzt einfach, dass ich hingehe und sage, okay, jetzt ein Grad Unterschied sieht man nicht so wirklich. Der Unterschied muss schon größer sein, also zwischen 100 und 150 zum Beispiel, den Unterschied, den sieht man. Und dann sage ich einfach, ich möchte, dass jeder einzelne Frame eben mit einem anderen Wert hier verzerrt wird. Also sage ich am Anfang einfach 0, das ist die Standardverzerrung. Gut, im ersten Frame sieht man sowieso nichts. Und dann sage ich hier im letzten, ich habe ja 40 Frames mal 100 Grad. Und dann gebe ich das hier einfach ein, 40 mal 100. Das sind dann hier 11 Umdrehungen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier mal abspiele, dann sieht man, wie das hier flimmert. Jetzt ist der Amount hier natürlich noch auf 200 eingestellt. Das ist ein bisschen zu intensiv. Ich setze wieder runter auf 25. Es soll halt nur minimal sichtbar sein. Und dann sieht man gerade gegen Ende hier, dass das halt eben in jedem Frame ein kleines bisschen anders aussieht. So, was kann man noch machen, um das Ganze handgemachter wirken zu lassen? Also erstens, man könnte diesen Amount hier vielleicht noch minimal aufdrehen, vielleicht so auf 28 oder 30. Ich will es aber halt auch wirklich nicht zu viel machen. Und vor allen Dingen, wenn man sich halt mal vor Augen führt, das wäre ja eigentlich quasi Stop-Motion, beziehungsweise also ich male jeden Frame von Hand und fotografiere das Ganze nachher ab. Also ist natürlich auch nicht jeder Frame perfekt gleich groß, weil ich ja händisch das gar nicht hinbekomme, das immer exakt zu zeichnen. Und vielleicht beim Einscannen bzw. beim Fotografieren ist ja auch meine Kamera vielleicht nicht immer perfekt ausgerichtet oder meine Vorlage, die ich unter die Kamera lege, liegt nicht immer so 1:1 da. Das heißt, wir haben also Positionswerte, die eventuell variieren, wir haben Verdrehwinkel, die variieren können und wir haben auch noch Skalierungswerte, die sich hier von Frame zu Frame unterscheiden würden, wenn ich das Ganze jetzt hier händisch machen würde. Das heißt, diese drei Sachen, das sind ja hier eben die Standard Transform-Einstellungen, hier Position, Scale, Rotation, die könnte ich jetzt natürlich alle hier verändern. Ich sehe gerade hier bei Scale ist immer noch diese Einstellung von dem Cineware-Plugin drin. Da klicke ich jetzt einmal mit der gedrückten Alt-Taste drauf, dann verschwindet das. Jetzt hat sich das hier irgendwie wieder verstellt. So, jetzt ist das Ganze hier blanko. Allerdings möchte ich an diese Werte hier gar nicht ran. Also es wäre ja jetzt eine Möglichkeit zu sagen, ja okay, dann verändere ich hier die Position und die Rotation und so weiter. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte nämlich, dass der Layer als solcher eigentlich relativ statisch bleibt, sodass ich den nachher ohne weiteres mal nach hier verschieben kann oder mal nach da, ohne dass ich dann hier jedes Mal so komische variierende Werte noch drin habe. Ich möchte also gerne, dass diese Verschiebung und Skalierung und so weiter, dass das innerhalb von dem Layer passiert. Und deswegen bediene ich mich einem Effekt, der heißt Transform, wenn ich das hier eingebe. Der ist in den Distortion-Effekten versteckt. Und was der macht, ist eigentlich genau das Gleiche, was hier unten die Position, Scale, Rotation auch machen, nur eben, dass es ein Effekt ist. Das heißt, erstens, ich kann diesen Effekt auch nachher kopieren und einfach auf andere Layer noch übertragen. Mal angenommen, ich hätte jetzt noch eine zweite Animation, die so ähnlich wäre, dann könnte ich das relativ easy einfach darüber kopieren. Und vor allen Dingen habe ich halt den Vorteil, dass der Layer als solcher hier unangetastet bleibt und ich den nachher dann noch beliebig irgendwohin bewegen kann, ohne mich um diese ganzen variierenden Werte zu kümmern. So, jetzt gehen wir aber endlich mal hier auf diese Werte auch drauf
Und was könnte man denn jetzt machen? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, okay, ich will, dass das hier die ganze Zeit hin und her wackelt, also setze ich einen Keyframe bei der Position, gehe irgendwie ein, zwei Frames weiter und sage, okay, die neue Position soll eine andere sein, dann gehe ich wieder einen Frame weiter, ja, ich möchte wieder eine neue Position und so weiter und so fort. Das Ganze wäre total aufwendig und gerade wenn ich dann nachher feststelle, es sieht doch nicht so aus, wie ich möchte, dann wären Änderungen einzupflegen ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen lassen wir das. Ich klicke hier wieder auf die Stopwatch und setze die Position mal wieder auf den Ursprungswert zurück. Alternativ kann man hier auch immer auf Reset drücken. Und ich möchte das Ganze über eine Expression lösen. Expressions haben wir ja in der letzten Übung schon kennengelernt, wo es um diese kleine Wi-Fi-Antenne in diesem Instagram-Spot ging. Und was Ähnliches machen wir jetzt hier auch. Und zwar halt jeweils für Position, Scale und Rotation. Um diese Expression hinzuzufügen, mache ich dasselbe, was ich jetzt gerade eben schon mal kurz gemacht habe, um hier unten diese roten Zahlen bei der Scale wegzubekommen. Und zwar mit gedrückter Alt-Taste drücke ich hier mal auf Position. Und man sieht, die Zahlen werden jetzt hier auch direkt wieder rot. Und hier taucht ein Textfeld auf, wo ich jetzt Expressions eingeben kann, also sprich, wo ich Code eingeben kann. Und die Expression, um die es jetzt geht, ist die sogenannte Wiggle Expression. Also Wiggle, Klammer auf, Klammer zu. Und die möchte jetzt zwei Zahlen von mir haben. Die erste Zahl ist eine Frequenz und die zweite Zahl ist eine Amplitude. Und wenn ich jetzt als Frequenz eingebe, ich möchte jeden Frame haben, dann ist die Frequenz nämlich genau meine Framerate. Ich habe ja 10 Frames pro Sekunde und ich möchte, dass jeder Frame anders ist. Ist also habe ich eine Frequenz von 10 pro Sekunde, Komma, und dann muss ich jetzt die Amplitude eingeben. Das heißt also, um wie viel Pixel sich jetzt diese Kassette hier von ihrer Ursprungsposition wegbewegen darf durch diesen Effekt maximal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Pixel eingeben würde, dann würde die Kassette sich hin und wieder bis zu 100 Pixel von dieser Position wegbewegen, aber eben auch manchmal weniger, vielleicht auch manchmal nur 10 Pixel oder 30 Pixel. Also diese Wiggle-Expression, die erzeugt zufällige Werte von eben 0 bis in dem Fall jetzt hier 100. 100 ist aber schon extrem viel, deswegen nehme ich jetzt hier mal zum Beispiel 20 testweise, bestätige mit Enter und dann setze ich die Zeit einfach mal wieder hier auf 0 und lasse das Ganze mal ablaufen. Und man sieht, was passiert, allerdings ist das halt viel zu extrem. Deswegen setzen wir hier die Amplitude. Also die Frequenz ist in Ordnung, das soll ja jeden Frame auch passieren, aber die Amplitude ist viel zu groß. Das setzen wir mal noch deutlich runter auf 5 testweise. Und man sieht, tendenziell sieht das Ganze ja jetzt schon deutlich besser aus. Es wirkt realistischer, aber die Amplitude ist immer noch zu groß. Also ich glaube, ich gehe noch ein gutes Stück runter auf 1. Und belasse es auch erstmal dabei, denn wir gehen ja jetzt auch noch auf die Skalierung und auch auf die Rotation. Als ich gerade noch erwähnt habe, die Amplitude hier ist sowohl ins Positive als auch ins Negative. Also das sieht man hier links an den Zahlen. Jetzt gerade ist es ins Negative gegangen und es kann aber eben auch ins Positive gehen. Also von der Mitte heraus geht sowohl nach oben als auch nach unten, genauso wie sowohl nach rechts als auch nach links. Die Expression kann ich mir jetzt hier einfach kopieren mit strgc und dann gehe ich hier mal ein bisschen runter und gehe hier auf die Scale. Dabei muss ich aufpassen, das zeige ich auch noch mal kurz. Ich klappe den ganzen Layer hier mal ein und dann wieder aus. Da gibt es hier halt einmal diese Kategorie Effekte und da taucht dann alles auf, was hier oben drin ist. Und da gehe ich dann in den Transform rein und benutze dann da diese Werte. Weil direkt hier unten kommen die tatsächlichen Layer-Werte und die habe ich ja eben gesagt, möchte ich unangetastet lassen. Also muss ich das Scale hier oben nehmen, kopiere mir das da rein und jetzt in dem Fall eben waren es ja 960 und 540 Pixel. Das heißt, wir brauchten zwei Werte und das Schöne ist, Wiggle erkennt das von alleine und erzeugt jetzt hier in dem obigen Fall auch zwei unabhängig voneinander berechnete Werte. Hier unten bei Scale wird ja nur ein Wert benötigt und das versteht Wiggle auch und erzeugt dann in dem Fall nur einen Wert. Und wie gesagt, das ist dann immer das, was hier links steht, plus maximal dann diese Amplitude oder eben minus maximal die Amplitude. Also würde das jetzt hier bedeuten zwischen 101% und 99% Größe.
kann sich das jetzt ändern? Und da probieren wir auch mal aus, wie das aussieht. Sieht auch schon ein bisschen besser aus, prinzipiell, aber immer noch zu viel. Also machen wir das hier vielleicht mal runter auf 0,3%. Ich denke mal, das ist okay. Und dann machen wir das letzte noch mit der Rotation. Ein Grad ist auch schon relativ viel, deswegen gehe ich auch hier runter und sage mal 0,2 Grad zum Testen. Und ich finde auch, das ist tatsächlich zu viel. Man sieht, wie das so ein bisschen immer so von rechts nach links nickt. Und das halbiere ich auch nochmal und gehe runter auf 0,1. Und dann denke ich, hat man hier vom Feeling sich eine schöne Stop-Motion-Animation zusammengebaut. Letzte Anmerkung noch: Unsere Linien sind ja nach wie vor alle weiß und das war ja deshalb auch praktisch, weil wir eben dann hier diesen Set-Matte-Effekt nutzen konnten, um mit den Luminance-Werten, also sprich mit den Schwarz-Weiß-Werten, dann hier diese Maske zu erzeugen, damit der eben nur, wenn ich den Hintergrund mal ausblende, damit der eben nur da deckend ist, wo auch die Linien sich befinden. Aber vielleicht möchte ich ja trotzdem farbige Linien haben. Und damit ich das nicht aus Cinema 4D schon entscheiden muss, sondern hier in After Effects immer noch die Wahl habe, kann ich hier einfach den Effekt Tint verwenden. Also so wie Tinte, nur ohne E. Und den ziehe ich als finalen Effekt dann noch hier drauf und sage einfach nur hier Map White to und da eben ein anderer Wert als weiß, sondern zum Beispiel hier so ein Türkis und damit kriege ich das Ganze dann hier auch wieder angezeigt. Falls die Deckkraft jetzt hier noch, also falls das noch nicht auffällig genug ist, kann man unter Umständen einfach sagen, erstens mal hier die Sättigung ein bisschen rausnehmen, denn je näher ich am Weiß bin, umso heller ist natürlich der Farbton. Umgekehrt kann ich natürlich auch den Hintergrund hier weiter abdunkeln, aber man kann, das ist die letzte Anmerkung, hier auch noch einen Schatten hinzufügen. Wenn ich einen Rechtsklick auf den Layer mache, gibt es hier die Möglichkeit über Layer Styles Drop Shadow und der nimmt sich dann die Alpha-Maske des Layers, um damit einen Schatten zu berechnen, so ähnlich wie man das eventuell auch von Photoshop kennt. Und man sieht das jetzt hier auf diesem dunklen Hintergrund nicht so sehr. Da müsste ich den Schatten noch ein bisschen größer und deckender machen. Und jetzt kommt das Ganze, denke ich, ganz gut zur Geltung. Wenn ich sie ein- und ausschalte, dann hebt sich eben die Kassette hier noch ein Stück ab. Ist halt die Frage, ob man das jetzt stilistisch möchte oder nicht, aber ich wollte es einfach trotzdem zeigen, was man hier dann noch mit diesem Layer entsprechend machen kann. Und das Ganze kann man dann natürlich jetzt wie gehabt wieder rausrendern oder eben hiermit noch weiterarbeiten und hier noch zusätzliche Elemente hinzufügen. Und jetzt haben wir eben den Vorteil, dadurch, dass wir alles an Skalierung, Position und so weiter in diesen Effekt hier gelassen haben, können wir jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe hier in die Transform-Einstellungen und möchte das Ganze zum Beispiel nur 2/3 so groß haben und ich hätte es gerne hier oben rechts in der Ecke. Dann muss ich mich gar nicht um irgendwelche Einstellungen kümmern, sondern dieses Stop-Motion-Gewackel, was wir da letztendlich erzeugt haben, das ist nach wie vor in diesem Layer drin und ich könnte jetzt zum Beispiel on top auch noch diesen gesamten Layer hier irgendwie über den Hintergrund animieren und sich bewegen lassen. Das wäre also alles gar kein Problem, da eben diese Wackeleffekte Teil des Layers selbst sind.